So, jetzt hat... So, mal gucken, was es denn da ist. Gibt hier auf dem Handy. Corona hat auch die Rally eingenommen. Bewohner sind auch alle krank. Krankenhäuser überflutet von Corona-Patienten. Ja, komisch. Ich bin der Einzige hier in dieser naturverlassenen Gegend. Was lesen wir denn da? Die Erde ist rund. Lügepresse. Lügenpresse. Die Erde ist flach wie eine Flunder. So, was haben wir hier? FC Bayern ist abgestiegen. Ist pleite, muss in der 6. Liga anfangen. Sehr schön, sehr schön. Moment. Klopapier. Spülen. So, Hände waschen, müssen wir ja machen. Hallo. Hoffentlich hat mir jetzt keiner zugeguckt. So, fertig. Erstmal. So, jetzt können wir in Ruhe duschen gehen vor der Schicht. So, ein bisschen warm. Ja, ein bisschen mehr warm. So. Diese blöde Bild, nur Lügen. Ja, ich wohne hier ganz allein in diesem Kapuff von Land. Ich habe kein Corona. Diese Lügenmedien immer. Das. So. Schön. Abtrocknen. Untenrum muss es auch immer schön trocken sein, sonst fängt es an zu schimmeln in der Unterhose, Freunde. Ja. So. Jetzt erstmal. Erstmal Ofen anschmeißen für einen schönen Kaffee hier. Danke, gib mir her. Dann kann ich nehmen. So. Leer. Ja, Freunde. Willkommen zurück bei D-Ray Rally. Overhauled. Und ja, wie ihr seht, wir sind nicht mehr am Hafen. Nein, wir sind, wie soll ich sagen, in unserer wunderschönen Behausung. Ja, das ist unser Häuschen, das ist unsere Bude. Ja, ich hab's mir. Entschuldigung, ein Bett habe ich noch nicht frisch bezogen. Ist schon 3 Monate alt, die Bettwäsche. Wie ihr seht, ich habe ja keine Waschmaschine. Wäscheständer ist hier hinten, aber ich habe keine Waschmaschine. Tut mir sorry, aber wie ihr seht, das ist unser kleinliches, schnuckeliges Haus. War hier die Karte? Nein, die war natürlich hier vorne. Ja, und unser Häuschen ist hier. Jawohl, und ich bin ehrlich, ich habe mich hierher geportet, weil wovon wollte ich jetzt nicht. Ja, wir sind jetzt hier sozusagen und ich würde sagen, wir starten hier auch direkt mal. So aus Lux und Dollerei. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr in die Potten heute. Und dann würde ich sagen, Maschine an. Das war aber gut, der Schiss, du. World Map, da haben wir es doch. Bitte da wieder hinlegen. So, jetzt lösen wir erstmal die ganze Schose hier. So, Freunde, weil ich würde gerne jetzt mit euch einfach mal so, weil wir es können, in Forest Central anfangen. Weil da waren wir ja auch noch nie. Also, nicht wirklich. In den anderen Dingern waren wir jetzt eigentlich schon fast überall. Kohlmine, Eilenmine. Ja. Aber hier in Forest Central waren wir noch nicht. Und ich habe schon die Befürchtung, wo es hingeht. Nach Sorme. Schlechte Erfahrungen dann gemacht. So. Dann. Viel zu laut hier, dieser Krach in dieser Natur, ja. In dieser unberührten Natur. schön. Aber eine nette Gegend, wo wir wohnen. Schön einsam und verlassen. Kein Schwein ringsrum, der uns belästigt und belöffelt. Find ich super. Auch schön. Fährt automatisch rückwärts. Das ist
So muss das sein. Aber wir fahren selber, würde ich sagen. Warum eigentlich nicht? Wir haben ja hier. So, wir steuern jetzt einfach mal schnurstracks Forest Central an, weil ich dachte mir, komm, da waren wir noch nicht, da starten wir heute einfach mal unsere Tour Richtung, keine Ahnung, hin. Oh. Fängt schon gut an, auf einmal eine 30. Naja, egal. Ja, schön. Mal was Neues, nicht nur am blöden Hafen, wenn wir anfangen oder keine Ahnung wo, sondern einfach mal hier schön mitten in der Pampa. So muss das sein, Freunde. Okay, hier kann ich die 30 ganz gut nachvollziehen, ja. Ich muss echt gestehen, ich war noch nie hier hinten, noch nie. Seitdem ich die Rally habe, war ich hier hinten noch nicht einmal. Jetzt aber bitte nicht verprügeln. Schön, würde ich sagen, oder? Ja, mir gefällt es auch. Ja, sind wir jetzt mal da? Bin voll ungeduldig. Wie so ein kleines Kind. Sind wir schon da? Ich muss aufs Klo. Ja, wir sind da. Das ist aber eine harte 30 hier, mein Freund. Okay. Können wir fahren hier, ja, sehr gut. Okay. Ich würde einfach mal sagen, wir bleiben einfach mal hier vor dieser Weiche stehen, um dann halt nur zu managen, was auch immer. So, dann schauen wir mal, was die hier so für uns haben. Nicht viel anscheinend. Servus. Bin der Neue. Aha. Aha, alles klar. 4 Aufträge. Hey Freunde, es geht zur Sommel. Sollen wir die auch noch schnell machen? 2 Pickups haben wir echt zu viel hier rumstehen. Oh nee, das lohnt sich nicht. 2 Pickups lohnt sich nicht. Oh, ich muss niesen, Moment. Nee, also 2 Pickups, das lohnt sich nicht wirklich. Will ich einfach sagen, wir nehmen einfach die jetzt mal mit. Und nachdem ich ja gelernt habe aus meinen Fehlern vom letzten Mal. Ja. Der B2. Geht's nicht heraus. Bin ich ja neu. So. Nachdem ich ja gelernt habe aus meinen Fehlern vom letzten Mal. Ja, was soll ich sagen? Mache ich sowas nicht mehr weit außerhalb dieser Station zu fahren. Es tat eigentlich voll weh, weil es voll die Kohlen waren. Das waren voll die Kohlen, Mann. Und ich Idiot habe sie da stehen lassen. Das war schon blöd von mir, wa? So muss ich euch jetzt alle mitnehmen. Er dauert noch, bis er da ist. 75. Schnell kurz kicken. 93, ja. Ah!
Auf einmal war er da. Oh, ich hätte später nachgucken sollen, aber auf einmal war er da. Wahnsinn. Kann man das schon bezahlen? Ja, kann man? Danke, ich will gleich schon mal bezahlen. Danke. So, und so wie ich hier kenne, kann man hier außen rum lang fahren. Das finde ich ja superst. Holen wir uns gleich die nächsten ab. Ja, fahren wir mal so eine Runde, würde ich sagen. Ist doch auch mal schön. Ist doch auch mal wunderbar. Und ich habe so eine Befürchtung, es geht wiederum nicht. Ich muss mal die Karte vorangucken sollen. Ja, es geht wiederum nicht. Alles klar. Geht nicht. Nein, falsch, da wollte ich. Ich lerne auch nie. Echt, so schwer bist du da was? Kann doch gar nicht sein, dass du so schwer bist. Ach ja, naja. Wir mal schnell den anderen Auftrag ab und dann sind wir fertig, wa? $500, also ich bitte euch. 300 Tonnen, 800 Tonnen, also wie ist der? Voll die Zicke hier. Voll die Diva. 800 Tonnen sind mir so schwer. Will ich nicht. Pack ich nicht. Haben wir wieder reparated? Auf. So. Ah, Kleber. Was ich aber vergessen habe, mir Peitsche hinzustellen, ist ein Getränk. Naja, egal. So, jetzt holen wir uns mal die ganze andere Schoße noch ab und dann geht's ab zur Sonne. War mir ja auch schon ewig nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber war mir ja ewig nicht mehr.
Haha, clever. So, da drüben stehen unsere Wegelein. Die brauchen wir hier so. Wenn ich das schon immer höre, kriege ich hier gleich Herzrasen. Da denke ich jedes Mal, hier im Gleisen. So haben wir eigentlich theoretisch Forest Central auch schon wieder leer gemacht. Ich unterschätze immer diese Wagen, weil ich so weit hinten stehe. Es geht wieder hier. Nie 100%? Haha, 100%. So, das war jetzt welcher Auftrag? C4, die 94. Route Manager, neue Route von Destination 94. Ach ja. Entweder machen wir Kopf oder wir fahren durch Forest durch. Ja, nie, dann fahren wir. Fahr mal über Forest South. Fahr mal über Forest South. Ja, dann fahren wir halt über Forest South, würde ich sagen, bevor wir hier diese blöde Wende machen müssen. Der Weg sieht auch viel angenehmer aus als wie der. Nee, da fahren wir über Forests aus. Das ist jetzt so meine Idee, wa? Aber das machen wir jetzt auch so. Ja. Die Mistkarren bewegen sich, finde ich super. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Wir rollen Richtung Sommel. Sie brauchen neues Holz für neue Möbel, die wir dann wieder abholen können für, keine Ahnung, Hafen wahrscheinlich. Wie immer halt. Aber ich dachte mir mal, heute mal was Neues. Heute mal machen wir Holztransport. Und dann pendeln wir jetzt wieder zwischen Sommel und Forest South hin und her. Der Gedanke alleine wird mir schon wieder schlecht.
So, halten wir mal schön brav die 30 hier. Weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ach ja, Leute. Was kann ich euch sonst so Neues erzählen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung, was ich euch jetzt so erzählen könnte. Naja. So, gehen wir mal ein bisschen weg. Irgendwie hier, damit wir hier diesen Hügelein hochkommen. Und ja, ach, was könnte ich euch erzählen? Ich könnte hier mal einen Aufruf starten. Freunde der Nacht, ich mache mir zurzeit immer Gedanken über hier das Ganze hier. Ich würde euch gerne mich zeigen, aber es sieht heute aus wie Kacke. Ich musste mir schon wieder einen neuen Spiegel aufsetzen, weil der ist kaputt gegangen. Vor lauter Schönheit von mir ist er kaputt gegangen. Nee, ich überlege mir ja hier das Ganze hier um den Kanal hier. Ich bin ja einer, ich scheiße auch drauf. Ich sage auch nicht hier, lasst ein Abo da, ist mir alles wurscht. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt auch Dislikes da lassen. Ah, ist mir relativ, ich mache es nur, weil es mir Spaß macht. Aber trotzdem macht man sich so den Gedanken darüber, weil ich hätte neue Gedankenzüge. Zum Beispiel wäre, also das erste, was ich gerne hätte, wäre so Spielevorschläge in den Kommentaren. Schreibt doch jetzt mal bitte jetzt in die Kommentare. Ich mache es zwar echt ungern, aber ansonsten erreiche ich euch nicht. Spielewünsche. Soll ich mehr auf Simulationen gehen? So, keine Ahnung. Ich hätte noch Formel 1 im Angebot. Ich hätte noch Train Simulator im Angebot. Und da weiß ich jetzt schon, wenn ich verfluchen, weil ich als Eisenbahner, oh Gott, ab und zu mal sind da die Sachen sehr fragwürdig. Weiß ich nicht, falls ihr sowas habt, lieber Simulation oder Ego-Shooter, keine Ahnung, nächstes Jahr kommt ja ein neues Call of Duty raus, vielleicht mache ich das auch noch mit nebenbei, das mache ich sowieso wahrscheinlich, aber ist ja egal. keine Ahnung. Und dann habe ich mir überlegt, so D-Ray Rally, so... Bei Zeitmanagement-mäßig ist es echt schwer bei mir, wegen der Arbeit. Würde ich sagen, so hatte ich mir vorgenommen, ab dem 1.1., ich ziehe jetzt noch komplett durch bis hier oder bis zum 1.12. mal gucken, dass da D-Ray Rally und die anderen so Durchspiele, keine Ahnung, was läuft denn gerade so alles, Iron Harvest, Mafia, gut, ist gerade passiert, weil ich keine Zeit dafür finde, es aufzunehmen, bin ich offen und ehrlich. Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche wieder in Angriff nehmen. Dass wir sagen, passt auf, solche Spiele wie die Rebelli und sowas, von Montag bis Freitag, so wie im Fernsehen halt auch so, ist da, und am Wochenende dann so auch mal eine Stunde eine Folge. So Samstag eine Stunde das, Sonntag das, weiß ich nicht, Samstag, Sonntag zum Beispiel Train Simulator, keine Ahnung, sowas zum Beispiel. Wäre so meine Idee, mit der spiele ich jetzt schon ein bisschen. Man hat ja auf Arbeit ein bisschen Zeit nachzudenken. Wenn man so allein in seiner Kanzel sitzt, so wie hier, dann denkt man halt über sowas nach. Vielleicht solltest du jetzt mal bremsen, du Scheißlock. Kling. Doch nicht. Ich wollte schon immer mal von hier oben runterfahren. Bin ich, glaube ich, einmal war ich zu Hause, bei unserem Haus da hier. Bin ich mal losgefahren, weil ich mal wissen wollte, wie es da ist. Ja, also wie gesagt, das wären meine Ideen. Falls ihr auch Ideen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. So, haben wir das auch mal wieder geklärt. Ha, jetzt könnt ihr noch ein Däumchen hochlassen und mit meinem neuen Rabattcode kriegt ihr 0 Euro bei keine Ahnung wo. Oh Gott. Instagram und Facebook. Habe ich gestern Abend mit einem Kollegen geredet. Das kannst du alles so in die Tonne treten. Facebook, das ist auch nicht mal das, was es mal war. Also, grauenvoll. Gut, die Tipps eigentlich nur noch her, weil mein langweilig ist auf Arbeit. Aber ansonsten, Fratzebook ist für mich gestorben, so gesehen.
Ach ja. So, wie gesagt, wir fahren jetzt über Forest South nach Thornmill. Weil ein anderer Weg ist scheiße, jetzt Kopf zu machen. Das bringt jetzt eh nichts. Hätte ich die Lok vorne und hinten dann machen müssen, dann wäre es gegangen, aber...